Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Everybody's Gone to the Rapture. In der letzten Folge haben wir die Story von, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen, Wendy? Die Mama von Steven auf jeden Fall. Deren Story haben wir in der letzten Folge bis zu ihrem Ende verfolgt. Die große Frage, die sich den Charakteren hier in der Gegend und irgendwo natürlich auch uns stellt, ist, wo ist Steven? Was ist das für ein Licht? Wohin will uns das Licht führen? Was will uns das Licht mitteilen? Versucht es wirklich mit uns zu kommunizieren? Ist es am Leben? Ist es bösartig? Hat es das gewollt, was hier in diesem Tal geschehen ist? Oder waren das nur Kollateralschäden, mit denen es vorher nicht gerechnet hat? Vielleicht finden wir die Antwort auf einige dieser Fragen am Ende dieses Pfades. Aber das finden wir nur auf eine Art und Weise heraus. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Folgen wir dem Licht. Ich bin schon sehr gespannt, wer unser nächster Charakter sein wird. Ich denke mal, dass zumindest Steven auch noch ein Kapitel kriegen wird. Oh. Das Spiel sieht einfach nur genial aus. Das ist so geil. Ich finde es auch unglaublich atmosphärisch, diese ganze Geschichte. Was wird uns am Ende dieses Pfades erwarten? Sind wir wirklich der letzte Mensch auf diesem Planeten? Hat sich dieses Phänomen über den ganzen Planeten ausgebreitet? Oder war es am Ende doch nur auf dieses Tal beschränkt? Irgendwas läuft da durchs Unterholz. Ich fühle mich ein bisschen an Silent Hill erinnert. Ein Spiel oder eine Spielreihe, mit der ich mich ganz gerne auch jetzt im kommenden Jahr. Also für mich ist es noch das kommende Jahr, für euch, wenn ihr das hier seht, ist es ja jetzt schon dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. An dieser Stelle mal angemerkt, da ist irgendein Gebäude oder irgendwas. Glaube ich. Würde ich mich gerne auch mal ein bisschen mit Silent Hill beschäftigen. Ich möchte mich auch wieder mit Resident Evil beschäftigen, denn ein neues Resident Evil steht ja vor der Tür. Ich hoffe nur, dass ich auch die Zeit haben werde, das alles zu machen. Weil mit der Zeitplanung ist alles ein bisschen schwieriger geworden jetzt nach dem Umzug. Es wird wahrscheinlich insgesamt auch weniger Videos geben als letztes Jahr. Wird das wieder heller? Wo geht es als nächstes hin? Kommen wir jetzt schon zu der Farm? Ach, du bist es wieder. Natürlich, wer auch sonst. Wer bist du? Was bist du? Und wer zur Hölle ist Frank? Der Soundtrack ist so geil. Da ist die Windmühle wieder. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe solche Spiele im Allgemeinen. Auch The Vanishing of Ethan Carter hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kurze Orientierungshilfe. Da sind wir. An der Grenze von Appletons Farm. Und wie ihr seht, es breitet sich weiter aus. Steven hat neue Symbole hinterlassen, denen wir folgen müssen. Ich frage mich, ob wir noch nach Lakeside kommen da hinten. Und dann da lang vielleicht wieder zum Observatorium runter. Aber wahrscheinlich schon. Aber jetzt mal ernsthaft, der Soundtrack von diesem Spiel ist doch absolut genial. Ich finde den super, ich bin begeistert. Und wir werden wieder erwartet. Äh,
Ich muss nochmal zurück, ich muss mich nochmal kurz orientieren. Moment. Das haben wir gleich. Weil ich will ja nichts verpassen. Ich will gucken, ob wir nach links auch müssen. Oder ob wir da einfach nur wieder dahin zurückkommen, wo wir jetzt herkommen. Den Wald. Waren wir da oben beim Grange denn schon? Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal nach links und gucken, was uns da erwartet. Weil weiter geht es wahrscheinlich nach rechts. Das wäre zumindest der logische Pfad, dem wir bis jetzt auch gefolgt sind. Quasi unser Pfad des Balkens. Da wartet ja auch das Licht. Da geht es bestimmt auch auf die Farm drauf. Weil das Licht ist ja da hinten umgeturnt. Mich würde erstmal interessieren, was es auf dieser Seite hier so zu entdecken gibt. Oh, die großen Kornfelder da. Auf jeden Fall ist hier wieder irgendwo ein Radio. Gehe ich doch falsch rum? Ich weiß es nicht. Das ist alles so. Ah, hier geht dafür schon mal auf. Ich muss schon mal das Radio suchen. Da steht es nämlich schon. Die Energie erreichte bei der letzten Entladung ihr Maximum und war dann weg. Ich konnte das Lichtspiel um Turm 6 sehen. Gleichzeitig wurden die Kopfschmerzen stärker. Und ich glaube, ich hatte Halluzinationen. Alte und neue Erinnerungen vermischten sich und stürzten auf mich ein. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Das spüre ich. Turm 6. Da war ja was. Da müssen wir auch noch hin. Wenn das Licht hier auf uns wartet, da ist auch die Windmühle, dann sind wir doch falsch rumgegangen. Warte, da muss ich doch nochmal zurücklaufen. Das ist jetzt total spannend für euch, weil wir uns ja auch so super schnell bewegen. Weil da oben war ja auch noch ein Gebäude. Und wenn das Licht uns jetzt hier lang führen will, dann scheint es ja hier weiter zu gehen. Dann gucke ich mir erstmal natürlich jetzt den Pfad an, den das Licht uns nicht anweist. In der Erwartung, da vielleicht noch irgendetwas zu finden. Was diese Radios angeht, da frage ich mich ja auch, ob diese Aufzeichnung, die wir von Kate hören, ob das einfach immer die nächste abspielt, die jetzt in der Reihe dran ist. Da müssen wir auf dem Rückweg auch noch reingucken. Death. Das war ganz eindeutig. Das spricht, das Licht hat vom Tod gesprochen. So, was ist das jetzt hier oben? Waren wir hier schon? Ist das das Areal, wo wir herkommen? Oder auf jeden Fall verschiebt sich die Uhrzeit gerade wieder. Ja, hier kommen wir her. Guck mal. Da ist Steven aus dem Auto gesprungen. Okay. Das wollte ich ja nur wissen. Da wollte ich ja nur sicher gehen. Damit wir hier nichts verpassen. Dann gucken wir uns jetzt kurz das Feld an, wo der Traktor steht. Und dann gehen wir da unten weiter. Würde ich sagen, oder? Das klingt definitiv nach einem Plan. Falls es irgendjemand von euch interessiert, heute ist Heiligabend. Also wo ich das hier aufnehme. Ich muss in etwa 2 Stunden zur Arbeit. Ich muss vorher noch eine Kleinigkeit einkaufen. Aber ich habe mir gedacht, ich nutze das bisschen Zeit, was ich davor noch habe. Und beschäftige mich nochmal ein bisschen mit Everybody's Gone to the Rapture. Bevor ich mich dann in die Feiertagsstimmung, in die üblichen Feiertagsverpflichtungen stürze. Da ist wieder ein toter Vogel. Weil ich irgendwie Lust dazu hatte. Und vor allem, weil ich jetzt auch an dem Punkt angekommen bin, wo ich insgesamt wieder mehr produzieren muss, um auf das gleiche Output zu kommen. Weil Uncharted jetzt bald vorbei ist. Das ist das eine. Bin ich an dem Trecker schon vorbei? Oh, Tatsache. Uncharted ist fast vorbei. Das heißt, da muss ich dann den Nachfolger produzieren.
Ich hatte euch jetzt aber noch nicht verraten, womit es weitergeht, weil noch, wenn ich mich nicht verrechnet habe, noch dürfte Uncharted nicht vorbei sein. Es müsste noch eine Woche gehen, ungefähr. Und in der Abmoderation von Uncharted, da enthülle ich ja dann, was da das Folgeprojekt ist. Deswegen werde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Und Mass Effect, was ich von Mass Effect vorbereitet hatte. Ach, hier geht es gar nicht rein. Okay. Hier geht es doch rein. Das ist jetzt auch aufgebraucht. Das heißt, diese Woche, was jetzt diese Woche an Mass Effect Inhalten kam, das ist ganz frisch hier produziert. Aber ich hab's abgesessen. Warum bestrafen die mich noch weiter? Die Leute sind nachtragend, Reese, und haben nichts Besseres zu tun, als ihre Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken. Dagegen kannst du nicht viel tun. Aber ich arbeite gut und sehr hart. Echt jetzt, Mrs. Graves glaubt, ich beklaue sie, sobald sie mir den Rücken zudreht. Nee, sie ist okay, sie ist eine von den Guten. Na, ihren Ehemann führt sie aber ganz schön an der Nase rum. Schluss damit. Du willst nicht, dass andere dich verurteilen, dann verurteile die anderen auch nicht. Tut mir leid, Frank. Halt einfach den Mund, halt dich raus und halt dich bedeckt. Kriegst du das hin? Mund halten, raushalten, bedeckt halten. Kapiert. Und halt dich von dieser Rachel fern. Wenn ich die Blicke zwischen euch beiden gesehen habe, dann auch ihr Dad. Und du willst Sam Baker nicht zum Feind haben. Jetzt gib mir den Steckschlüssel und dann kümmern wir uns um dieses Rad. Das mit dem Rad haben sie offensichtlich noch hingekriegt, bevor alles den Bach runtergegangen ist. Obwohl, nee. Das Rad ist überhaupt nicht festgemacht hier. Guck mal. Wie hält sich das in der Luft? Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, ja, bisher konnte ich mich halt immer drauf verlassen, Uncharted, Mass Effect, brauchte ich nichts produzieren, da hatte ich ja noch. Mein Problem ist nur, das hat sich jetzt erledigt und das bedeutet, dass ich ein bisschen mehr in Schwulitäten komme, was die Zeit angeht, um euch die gleichen Inhalte auf dem Kanal weiterhin auch bieten zu können. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass in nächster Zeit vielleicht das eine oder andere Projekt dann nochmal einen Tag aussetzt, wenn ich es zeitlich tatsächlich nicht geschafft habe, das alles aufzunehmen. Wo geht's denn hier lang? Das Licht wartet da hinten auch auf dem Feld. Jetzt bin ich ja echt am Überlegen. Ich gehe mal noch nicht zum Feld. Ich gehe mal erstmal hier lang und wieder zu der Straße. Ich will jetzt gucken, ob das die gleiche Straße ist, auf der wir vorhin auch schon standen. Ich hab dich gesehen, du brauchst mich nicht rufen. Hat ja so eine gewisse unheimliche Atmosphäre, das Ganze hier, ne? So, was ist das hier für ein Trampelpfad? Aber ja, ich glaube, das ist das, ne? Hier, wo wir vorhin auch waren. Ups. Müsste hier ja links jetzt irgendwo die Tür sein, also dieses Tor, das wir schon geöffnet hatten. Da nämlich. Dann können wir hier jetzt erstmal uns diese Scheune oder was das da hinten ist, mal genauer angucken. Die Windmühle ist aber nicht Turm 6, oder? Ne, dann hätten die sich nicht so drüber aufgeregt, dass die noch einen weiteren Turm gebaut haben. Wie geht's, Graham? Morgen, Frank. Du rückst außer Puste. Was ist los? Der Store im Observatorium ist kaputt. Wollte mir eine Leiter ausleihen. Großer Gott, hinter der Mauer geht's 4 Meter tief runter. Ich bin alt, aber nicht unfähig. Krieg ich die Leiter jetzt? Niemand sagt, du wärst unfähig. Reese? Ja, Frank? Holst du die Leiter für Graham? Sie steht neben der Scheune. Mach ich. Und du sei vorsichtig. Nicht, dass Stephen Appleton mir die Hölle heiß macht, weil du dir den Hals gebrochen hast. Frank scheint auf jeden Fall hier der Bauer zu sein, dem das alles gehört. Ich meine, wir hatten mit Frank auch in den anderen Kapiteln schon zu tun, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Da hinten schreit das Licht schon wieder nach uns. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch etwas, das das Licht uns zeigen will. Und da hinten auf dem Feld auch. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Im Moment klettern hier übrigens zwei Katzen auf mir rum. Aber die sind so süß. Echt, wenn ihr die sehen könntet, das sind so süße kleine Putzeltierchen. Das, obwohl sie schon über ein Jahr alt sind jetzt. So, muss noch jemand aufs Klo? Hier ist eure letzte Chance. Hey, ich muss mit dir reden. Scheiße, was zum Teufel soll das werden? Was hast du vor? Geh mir aus dem Weg. Das hier ist wichtig. Du warst bei Lizzie. Wenn du ihr wehtust, prügel ich dich windelweich, Junge. Ich muss das Muster verfolgen. Das ist entscheidend. Wovon redest du da, Steven? Die Leute sind krank. Die Vögel sterben. Meine Kühe sind tot. Oh nein. Wo ist Kate? Noch oben im Turm, soweit ich weiß. Ich könnte die radialen Koordinaten der Primäroszillatoren neu kalibrieren, wenn das anhält. Steven, wo ist Kate? Was ist hier los? Bleib mir einfach vom Leib! Steven war nicht unbedingt beliebt hier in dieser Ortschaft, oder? So, da oben geht ein Weg weiter. Komme ich denn nicht hier auch lang? Scheint fast so. Ja, sieht gut aus. Da ist auch ein Tor, da könnten wir durch. Da führt der Weg auch sowieso hin, wenn ich das richtig sehe hier. Oder zumindest führt ein Weg dahin. Dann gehen wir doch da jetzt mal gucken. Nein, es wird es interessiert mich auch, wohin dieser Weg hier weiterführt. Ob es da noch weitergeht. Da gucke ich mal zuerst. Ich bin furchtbar, ne? Bei solchen Spielen bin ich furchtbar. Da kommt wieder der Perfektionist in mir durch. Der unbedingt alles sehen und alles machen will. Und am Ende verpassen wir dann genau deswegen wieder die Hälfte. Was steht denn da hinten rum? Was ist denn das? Das muss ich mir mal genauer angucken. Aber definitiv. Ach, das ist eine Bank. Mit einer Karte. Ach, dann können wir... Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch richtig gehört, da klingelt ein Telefon. Da oben irgendwo. Ja, das klingelt aber gleich auch noch. Jetzt will ich erstmal kurz gucken, wo wir sind. Da sind wir. Gucken uns Appletons Farm an. Wir sind schon bald in Lakeside. Wow. Mensch, das geht ja jetzt hier holter die Polter. Na? Ah? Oh nein. Oh, das ist so nicht richtig. Wie komme ich denn da hin? Shit. Okay, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass da was klingelt. Ich will darüber. Ich will darüber. So, geht doch. Okay, hier in der Farm wollte uns das Licht irgendwas zeigen. Da gucken wir jetzt mal rein. Da bist du ja wieder. Sind das die Kühe? Wie viele Fliegen hier unterwegs sind, ey. Ja, und da... Ein Speicherpunkt. Den nutzen wir jetzt mal. Wir wissen ja, wo noch einer ist, ne? Für das Ende der Folge dann. Gestern hast du gar nicht gesagt, dass sie krank wären. Als ich gestern Abend nach ihnen gesehen habe, ging es ihnen gut. Und als ich heute Morgen wach wurde, waren sie alle tot. Und Charlie, hast du heute schon mal Vögel gehört? Also, da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Meine Schwester glaubt, sie fallen überall rund um den Wrecken vom Himmel. Und Dr. Wade meint, im ganzen Dorf werden die Leute krank. Mac meinte, ich bräuchte heute nichts auszuliefern.
Das ganze Tal würde unter Quarantäne stehen. Ich glaube, am besten sitzen wir es einfach aus. Das wird schon wieder, Frank. Das wird schon wieder? Ja, stimmt. Das mit deinen Kühen tut mir leid, Frank. Aber wenn sich die Lage beruhigt, klärt sich das. Es muss irgendwelche Regelungen für sowas geben. Du solltest mehr Radio hören. Es sieht überhaupt nicht so aus, als würde sich die Lage beruhigen. Ich sag's dir, Charlie, hier passiert irgendwas Großes. Irgendwas Großes geht hier vor. Aber haben wir nicht schon Vögel gehört? Ich glaube, mir war so. Haben die Entwickler da geschlampt? Haben die nicht aufgepasst? Da würden die einfach irgendwelche atmosphärischen Geräusche machen? Und dann gab es halt Vögel, oder? So, die Tür da führt uns wieder auf den Pfad da hinten, wo wir zum Telefon kommen, wo wir die Tür nicht aufkriegen. Oder geht die Tür jetzt vielleicht auf? Soll ich nochmal versuchen? Ich versuch's nochmal. Das würde mich nämlich doch interessieren. Ich will an dieses Telefon rangehen. Das ist bestimmt Steven. Ist da noch ein Weg? Nö. Da müssten wir da ganz durch den Wald kommen, ne? Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt reinkommen. Auf der anderen Seite, da klingelt ein Telefon, da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Oder ist das quasi der Abschluss dann für dieses Kapitel? So wie wir ja zur Kirche mussten, als Jeremys Kapitel zu Ende war zum Beispiel. Auf jeden Fall klingelt das Telefon immer noch. Jemand möchte mit uns sprechen. Scheint sehr wichtig zu sein, wenn er das schon so lange klingeln lässt. Ich komme auch an der Seite nicht dran vorbei, ne? Nochmal auf die Karte gucken. Ob es eine alternative Route da hoch gibt. Das ist jetzt hinter uns. Little Tipworth ist das. Ja, theoretisch könnten wir da noch hinkommen, wenn wir von Appletons Farm dann hier der Orangen Straße da hoch folgen. Gut, dann nehme ich es erstmal so hin, dann gehen wir erstmal weiter. Obwohl es schon ein bisschen ärgerlich ist. Ich verlasse mich jetzt an dieser Stelle einfach mal darauf, dass das Spiel uns da noch hinführen wird. Da steht wieder ein Auto. Gucken wir erstmal, ob sich hier vielleicht auch wieder eine Erinnerung befindet. Na bitte. Oh, danke, Frank. Jetzt steht es nicht mehr im Weg. Keine Ahnung, was los ist. Es ist einfach ausgegangen. Starte nochmal. Oh. Und ich habe doch gerade erst noch vollgetankt. Robert ist mit dem anderen Wagen im Ort. Ich wünschte, er käme zurück. Er hat versprochen, heute Morgen zurück zu sein. Glaubst du, er ist wieder mal auf Sauftour? Oh, ich kann ihn nicht rund um die Uhr überwachen, Frank. Er ist kein Kind. Was ist los, Lizzie? Gar nichts. Du triffst dich wieder mit Steven, oder? Ihr beide könnt wirklich nicht so weitermachen. Falls Robert bis jetzt noch nichts gemerkt hat, wird er es bald. Nicht, wenn er weiter so trinkt wie bisher. Oh, Scheiße. Verzeihung, Frank, aber diese verdammte Schrottkarre. Warum springt das Ding nicht an? Na komm, ich nehme dich mit. Lizzie? Betrügt Robert mit Steven. Steven betrügt Kate mit Lizzie. Beide hatten früher schon mal was miteinander. Und die Mama von Steven unterstützt das alles. Und ich
weiß nicht. Steven, Lizzie, sowas macht man einfach nicht. So, ich lasse das Feld nochmal Feld sein, weil wir da hinten ja irgendwo noch einen Speicherpunkt hatten, den ich mir gerne für das Ende der Folge aufheben möchte. So, wir sind da. Achso, also bewegen wir uns jetzt quasi... Achso, nee, doch. Nee, doch, ich gehe doch zum Feld runter. So, da hinten wartet das Licht auf uns. Weil ich will mir die Windmühle noch angucken. Und da hinten geht es, glaube ich, in die Ortschaft, wo dann das Telefon auch klingelt. Ist doch herrlich, sowas. Habt ihr das gehört? Das war doch im Spiel, oder? Das war gerade nicht hier bei mir, oder? Das war im Spiel, ein Flugzeug. Ich habe ein Flugzeug gehört. So, erstmal da hinten die Scheune. Also einmal querfeld ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, schon, ist schon eine geile Atmosphäre in diesem Spiel. Also, das... Oh, ich komme da nicht hin. Achso, das ist ja auch die... Ne. Da war ich auch schon. Wenn ich da noch nicht nochmal hinbrauche, ist klar. Aber wir müssen bestimmt noch zur Windmühle. Das ist einfach so ein markantes... markante Örtlichkeit. Hier, ich mache hier mal... Das ist keine Tür, das ist wieder so ein... Rüberkletterding. Rüberkletterding, auch ein geiles Wort. Oh, Radio, hier gibt es wieder ein Radio und tote Vögel. Ich habe einen Taubsi gefangen. Hurra. Es gibt kein Radio hier, es gibt hier nur eine Erinnerung. Aber wir haben doch vorher noch so ein großes Feld gesehen, wo auch eine Erinnerung war. War das das hier? Oder übersehe ich jetzt was, weil ich nicht gleich hin bin? Frank, um Gottes Willen, nicht! Bleib weg, du Mistkerl, ich weiß, was du getan hast. Wo ist Lizzie? Wo ist sie? Ich muss sie finden. Bleib bloß weg. Jemand muss sie warnen. Jemand muss es aufhalten. Du kannst es nicht aufhalten. Versteh das doch. Du hast mich, okay. Aber wenn wir das nicht tun, ist es nicht nur das Tal, sondern alles, Frank. Alles wird untergehen. Du erzählst doch Blödsinn. Du kannst es nicht aufhalten. Scheiße! Noch einen Schritt näher und ich schlage dir den Schädel ein. Ich schwöre bei Gott. Schon gut, ich gehe. Aber falls du Lizzie siehst, sag ihr, sie soll abhauen. Noch ist Zeit. Bitte, Frank, für sie, nicht für mich. Wenn sie dir so scheiß viel bedeutet, dann rette sie selbst. Kapierst du es nicht? Ich muss bleiben. Jemand muss hier sein, um zu bestätigen, dass alle tot sind. Oh, Mann. Jemand muss hier bleiben. Um zu bestätigen, dass alle tot sind. Wem bestätigen? Warum muss das bestätigt werden? Oh Mann. Die Lage eskaliert zusehends, beziehungsweise sie ist ja damals schon eskaliert. Wir entdecken hier ja nur noch die Nachwirkungen. Und da wir immer wieder Erinnerungen von Steven sehen, gehe ich mal davon aus, dass wir nicht Steven sind. Ich vermute immer noch, wir sind Kate. Kate ist im Observatorium und genau da sind wir auch gestartet. Da sind wir rausgekommen. Und Kate ist die eine, die kaum hier mit den anderen Leuten interagiert während dieser Krise. Während der Krise eigentlich tatsächlich noch gar nicht. Wir haben sie schon mal in ein, zwei Erinnerungen gesehen, aber das war noch vor der Geschichte hier. Bevor sie sich im Observatorium eingeschlossen hat, vor dem Licht. Hallo. Was steht denn da? Eine Selbstschussanlage? Essen.
Ich vermute mal, hier hat es Frank erwischt. Wir sind hier. Ja, das habe ich mitgekriegt. Das sehe ich. Das könnte das Finale des aktuellen Kapitels sein hier, dieser Ort. Kommt man nicht rein. Klang ja schon fast wie ein Brüllen eben. Okay, wir kommen da noch nicht rein. Dann werden wir wohl später nochmal wiederkommen müssen. Das heißt, wir müssen erstmal woanders lang. Und die Windmühle ist dann am Ende unser Ziel, genau wie es die Kirche für Jeremy war. Aber bevor es in der Kirche losging, mussten wir ja auch erst alle anderen Erinnerungen in dem Kapitel sehen. Und ich denke, genau das Gleiche haben wir jetzt hier an dieser Stelle auch wieder. Nur wo müssen wir noch hin? Hilf mir nicht. Weise mir den Pfad zur Erlösung. Weise mir den Pfad zur Erleuchtung. Weise mir den Pfad zum Ende. Aber es ist wirklich ganz schön still geworden. Hier, da. Es gibt auf jeden Fall noch Tiere. Es sind nicht alle tot. Hier lang vielleicht. Dann da hoch. Kann ich denn da hoch? Nee, leider nicht. Nee, da geht das nicht lang. Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Aber wohin? Das ist jetzt die große Frage, ne? Das ist jetzt die Quizfrage. Ich meine, wir haben immer noch die Straße, der wir da weiter folgen können. Aber das führt uns ja dann immer weiter von der Windmühle weg. Und eigentlich wollen wir ja zur Windmühle hin, ne? Ich gehe mal hier hinten lang. Da steht ja schließlich noch ein Auto. Vielleicht haben wir da noch eine Erinnerung. Ich glaube auch nicht, dass es diese kleinen Erinnerungen sind, die wir dadurch auslösen, dass wir einfach in die Nähe kommen, die wir uns angucken müssen. Ich glaube, die Erinnerungen, die wir tatsächlich sehen, die wir tatsächlich wahrnehmen müssen, das sind die, wo es dann immer einen Speicherpunkt gibt. Das Teleskop läuft wieder, aber das Muster hat sich in die Linse eingebrannt. Es saugt Licht und Strahlung auf, aber es leitet sie nirgendwo hin. Ich kann nur vermuten, dass es als Energiequelle bei den Kommunikationsversuchen dient. Es braucht mehr Energie. Ich frage mich, ob ich den Empfang durch mehr Türme verbessern könnte. Okay. Also war es letztendlich Kate, die dem Licht die Kraft gegeben hat, sich hier zu materialisieren, dadurch, dass sie ihm mehr Energie zugeführt hat, weil sie mit ihm kommunizieren wollte. Habe ich das jetzt richtig gedeutet? Wo geht's denn hier durch? Hallo? Hilfe? Wo geht's hier durch? Wollen wir wirklich einmal ganz außen rum? Ja, furchtbar. Hilfe, habe ich das Licht wieder. Da ist wieder so ein Kletterpfad. Da hinten in der Scheune waren wir ja schon. So, dann folgen wir mal hier der Straße, denn hier waren wir noch nicht. Und ich hoffe, dass in etwa 10 Minuten uns hier irgendwo wieder ein Speicherpunkt erwartet. Passend zum Ende der Folge, damit ich hier nichts nochmal spielen muss. Weil ich nicht die Zeit habe, noch eine zweite Folge direkt hinterher aufzunehmen. Ich kann nur diese eine Folge aufnehmen. Und das interessiert euch bestimmt überhaupt nicht. Aber irgendwas muss ich ja erzählen, wenn wir hier lang laufen. Da war das Licht. Das heißt, wir sind hier richtig. Denke ich. So, da links hoch müsste es jetzt dahin gehen, wo das Telefon geklingelt hat, ne? Deswegen gucke ich erstmal, was haben wir denn hier rechts? Was steht denn da auf dem Schild? Ich möchte mir erstmal das Schild an. Oh. Okay, da ist das Kapitel Lizzie. Ich bin aber mit Frank noch nicht fertig. Hm. Ich will noch nicht ins Kapitel Lizzie. Ich will erstmal Kapitel Frank abschließen.
Das ist ja ulkig. Oh, muss ich jetzt dann wirklich hier alles nochmal ablaufen und gucken, was wir übersehen haben? Tut das Not? Hier oben ist es ganz schön grau, oder? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Franks Kapitel halt hier lang weiterführt. Oh, es regnet. Weil wir ja da, wo das Telefon war. Steven? Alter, was? Nee. Nee. Wir machen hier ein Kapitel nach dem anderen. Wir machen jetzt als allererstes machen wir Frank. Und wenn wir Frank fertig haben, dann machen wir Lizzie. Und wenn wir Lizzie fertig haben, dann können wir zu Steven. Weil Steven ist so der zentrale Charakter. Außerdem die Dramatik, die dahinter liegt. Hier mit dem, mit der aufschwallenden Musik, mit dem Gewittersturm, der da plötzlich beginnt. Das hat schon so ein bisschen Feeling des Finales. Finale vor allem. Deswegen machen wir das mal zum Schluss. Okay, das heißt, wir müssen hier erstmal zu Frank zurück. Wir haben hier irgendwas übersehen. Wir haben im Kapitel Frank irgendwas übersehen. Denn ich denke, da oben bei der Windmühle, wo die Schrotflinte stand, wo der kleine Generator war, ich denke, da müssen wir nochmal hin. Da werden wir noch eine Erinnerung kriegen. Aber ich denke, das wird Franks letzte Erinnerung sein, die wieder erst dann beginnt, wenn wir alle anderen Erinnerungen gesehen haben. Und das heißt, wir haben hier irgendwo was übersehen. Und das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich alles nochmal ablaufen. Wir müssen hier wirklich alles nochmal ablaufen. Oh nee. Ich erinnere mich noch, relativ am Anfang der Folge hat uns das Licht irgendwo mitten im Feld eine Erinnerung gezeigt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die tatsächlich schon gesehen haben, ob das dieses Feld hier war oder doch tatsächlich nochmal ein anderes. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück, deswegen gucken wir da jetzt nochmal. Und ansonsten würde ich versuchen, mich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge zu informieren, wo wir hier noch hin müssen in diesem Kapitel. Damit wir das dann beim nächsten Mal auf jeden Fall gezielt angehen können. Damit wir hier nicht unnütz herumirren. Denn letztendlich, wir haben nur diese eine Folge pro Woche. Und die möchte ich eigentlich nicht mit ziellosem Herumirren verschwenden. Jetzt wissen wir aber auch, dass das Telefon, was da geklingelt hat, das gehört zu Stevens Kapitel. Steven, Frank und Lizzie scheinen ja mehr oder weniger hier auch ineinander verschachtelt zu sein, ne? Das gehört alles irgendwo zusammen. Er hat die Versetzung ins Observatorium also durchbekommen. Tja, diese Catherine muss das gewechselt haben. Jetzt erzählt er, dass sie erst heiraten, bevor sie heimkommen. Typisch. Warum kann er nicht warten, bis er zu Hause ist? Fliegst du hin? Um Himmels Willen. Da sind doch nur ihre Leute. Die machen bestimmt alles ganz anders. Möchtest du auf eine Tasse Tee reinkommen? Oh, lieber nicht. Gott, es ist 8 Monate her. Warum kommst du nicht rein und wir reden? Als Mary noch gelebt hat, wolltest du nie reden. Warst nur mit Charlie Tate unterwegs, um euren Kummer zu ersäufen, statt dich zu Hause um deine Frau zu kümmern. Du kannst eine fiese alte Schachtel sein, Wendy Boyles. Frank Appleton, komm sofort zurück und sag das nochmal. Mutter hat immer gesagt, du wärst ein schwarzes Schaf. Du fällst noch mal auf die Nase, ganz sicher. Ja, da sind doch nur ihre Leute. Das unterstreicht noch mal, dass die Wendy so eine kleine Rassistin ist, weil Kate ja eine Farbige, eine Schwarze ist, eine Negerin. Was ist denn der aktuell politisch korrekte Ausdruck? Maximal pigmentiert? Keine Ahnung. Ich mache mir über solche Sachen noch keine Gedanken. Weil ich finde das unnötig. Ich finde das Blödsinn. Statt Tagen und Wochen lang über so einen Blödsinn zu diskutieren und zu überlegen, wie man jetzt irgendwelche Sachen am besten sagt, dann sollte man sich lieber mal hinsetzen und vielleicht mal die wirklichen Probleme in der Welt angehen. Vielleicht würde es dann in der Welt allgemein mal ein bisschen besser aussehen. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Jetzt mal ernsthaft, hier waren wir noch gar nicht. Und da hinten ist auch der Baum mit der Erinnerung, was ich gesagt habe. Aber jetzt gucke ich hier erst nochmal schnell ins Haus.
Ich versuche es zumindest. Dann geht es ja da hinten auch noch weiter. Ah. Ich wusste doch, dass wir noch nicht alles gesehen haben, was Frank zu bieten hat. Die Farbpalette ist irgendwie komisch gerade, ne? Das ist alles so. Das Radioteleskop in Turm 6 ist durchgebrannt. Die Hintergrundstrahlung aus dem Penrose-Abschnitt ist geradezu explodiert. Als ob sich die Mathematik zusammen mit dem Licht bricht. Alles ist in ein seltsames Glühen gehüllt. Die Bruchrechnung. Mein Gesicht ist noch taub von der Verbrennung. Ach, deswegen ist sie schwarz. Ich habe nichts gesagt. Hallo? Wolltest du noch mal hier draußen gucken, ob es hier noch eine Erinnerung gibt? Hier bei der Garage zum Beispiel. Und ansonsten gehen wir mal ins Gebäude rein. Und wenn wir uns hier im Haus umgesehen haben, dann gehen wir als nächstes da auf das Feld zu dem Baum und holen uns den Speicherpunkt, weil dann wird die Folge auch zu Ende sein. Hallo? Hallo? Ich glaube, da oben ist auch ein Speicherpunkt, oder? Es wirkt wieder so, als würde sich die Realität hier verzerren. Das war ja immer dann so, wenn wir so eine feste Erinnerung hatten. Oder wie auch immer man das nennen will. Das ist ein sehr übersichtliches Klo. Hallo. Das Licht ist wieder da. Hier ist eine Werkstatt in der Küche aufgebaut. Natürlich, wo auch sonst. Also ich schraube an Motoren auch immer in der Küche rum. Kannst das Öl hinterher gleich zum Braten benutzen. Das ist sehr praktisch. So, das Licht zieht mich da in das Zimmer. Okay, dann haben wir hier auch einen Speicherpunkt. Wunderbar. Dann dürfen wir aber dann in der nächsten Folge die große Weide nicht vergessen. Da müssen wir nämlich auf jeden Fall auch noch hin. Es ist und bleibt auf jeden Fall sehr interessant hier. Wie geht's Ihrer Schwester, Frank? Hab sie seit dem Begräbnis nicht gesprochen. Ah, verstehe. Hören Sie, ich habe mich gefragt, ob Sie mir einen Gefallen tun und bei ihr vorbeischauen könnten. Ob es ihr gut geht. Dr. Wade, wenn die Atombombe fällt, bleibt nichts übrig außer Kakerlaken und Wendy Boyles. Es ist ein bisschen seltsam. Da ist dieser ältere Herr, John Coles. Er ist Stammgast in Lakeside. Letzte Nacht ist er spurlos verschwunden. Und jetzt scheint Mrs. Boughton auch verschwunden zu sein. Annette? Na, das wäre ja was. Man hat ihr letztes Frühjahr das Bein amputiert. Ja, das ist es ja. Außerdem ist meine Praxis voll mit Patienten mit Nasenbluten und Kopfschmerzen. Laut dem KFK ist es die Grippe, aber ich praktiziere jetzt seit 35 Jahren und ich glaube das nicht. Ich dachte, vielleicht könnten Sie mal bei ihr vorbeischauen. Selbst wenn ich das täte, meinen Sie, sie würde mich reinlassen? Gut, vergessen Sie es. Ich mache es selbst. Überlassen Sie es mir. Ach, und Frank, rufen Sie im Krankenhaus an und lassen Sie die Sachen abholen. Es ist 8 Monate her. Also ausgehend von meinen Erfahrungen, während ich im Krankenhaus gearbeitet habe, muss ich sagen, wenn die Sachen nach 8 Monaten immer noch nicht abgeholt worden sind, dann dürften die da eigentlich nicht mehr liegen, weil irgendwann wird sowas dann auch mal entsorgt. Klingt jetzt vielleicht fies, aber ein Krankenhaus ist nun mal kein Lagerhaus und die haben auch nicht unendliche Kapazitäten, um irgendwelche Sachen aufzubewahren. Irgendwann muss man dann halt auch mal einen Schlussstrich ziehen. Was Frank offenbar nicht gelungen ist, der hat den Tod seiner Frau wohl nicht überwunden, hat ihn noch nicht wirklich verarbeitet, denn sonst hätte er die Sachen ja abgeholt. Scheint so ein bisschen eines seiner Themen hier zu sein. Und wir haben jetzt erfahren, Frank ist der Bruder von Wendy und Wendy ist die Mama von Steven. Und das heißt, Frank ist der Onkel von Steven. Und wenn meine Theorie stimmt, dass wir Kate verkörpern, ist Frank damit unser... auch Onkel. Scheiße, der Gedankengang ging jetzt gerade nicht so, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber ist egal. Hier auch, liegen auch immer noch die Sachen... es ist 8 Monate her... Ach, lassen Sie...
Ah, lassen Sie die Sachen ab. Jetzt habe ich es repariert. Ja, die sind nicht im Krankenhaus gelagert. Au, wow, scheiße. Ah, das war der Tisch. Das war meine Schulter. Ellbogen. Blöd. Diese Sachen hier sollen abgeholt werden. Die hat er hier immer noch zu Hause stehen. Ja, ich starre die ganze Zeit drauf und erzähle und nehme es nicht wirklich wahr. Ich bin echt Panne. Kommando zurück, was ich gesagt habe, ne? Das ist aber ein alter Rollstuhl. Das ist aber ein sehr alter Rollstuhl. Ich glaube, so werden die schon lange gar nicht mehr hergestellt, aber ist egal. Gut. Aber wir hatten jetzt einen Speicherpunkt. Auch Blümchen hat er hier noch stehen und die sind noch gar nicht verwelkt. Die können also noch nicht so alt sein. Außer es sind Kunstblumen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Na gut, hier überall Schmerzmittel oder was auch immer. Ich frage mich ja, was sie gehabt hat, aber ich kann es mir schon denken. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es hier wieder heißt Let's Play Everybody's Gone to the Rapture. Und wenn wir versuchen, das Geheimnis um diesen Ort, das Geheimnis um das Licht und die Geschichten von Frank, Lizzie und Steven weiter aufzudecken. Ich bin der Rio, ich klinke mich an dieser Stelle aus und ich wünsche euch noch eine gute Nacht.